MINT und Vorlesen in Aktion. Heute mit allen Sinnen. Riechen und schmecken. Wenn wir uns mit unserer Umwelt auseinandersetzen wollen, setzen wir alle unsere Sinne ein. Umso wichtiger, sich dieser bewusst zu sein und sie zu schärfen. Heute konzentrieren wir uns auf den Geruchs- und Geschmackssinn. Bücher und Apps kann man im wörtlichen Sinne zwar nicht schmecken und riechen, sie können uns aber erklären, wie unsere Sinne funktionieren. Und los geht's! Um uns ganz auf unsere Geschmacksnerven konzentrieren zu können, brauchen wir etwas, um unsere Augen zu verbinden und verschiedene Geschmacksproben, die Bandbreite von süß bis bitter spiegeln. Was schmecken die Kinder? Ist das lecker? Kennen sie es? Auch spannend ist die Variante, schmeckst du den Unterschied? Kiwi und Erdbeere sind beispielsweise mit verbundenen Augen geschmacklich schwer zu unterscheiden. Unglaublich, wie sehr unser Sehsinn den Geschmack beeinflussen kann. In ähnlicher Weise können wir auch unseren Geruchssinn testen. Dafür müssen wir aber erst einmal eine Duftpumpe bauen. Das geht ganz leicht mit zwei Plastikdosen, einem Nagel, einem Hammer, Watte, Papier, Klebestreifen und natürlichen Duftstoffen. Diese können Sie mit den Kindern gemeinsam bei einem Ausflug zum Beispiel in den Wald sammeln. In eine der Plastikdosen macht man mit Hammer und Nagel einige Löcher. Am besten vorbereiten. Damit später nichts durch die Öffnung rieseln kann, wird etwas Watte in diese Dose gelegt. Das Papier, Menge je nach Größe der Dosenöffnung, wird straff aufgerollt und die Dose mit den Löchern mit einem Klebestreifen daran befestigt. In die zweite Dose können verschiedene Duftstoffe gelegt werden, wie Kräuter, Gewürze oder duftende Blumen. Die Dose wird auch auf die Papierrolle gesteckt, aber nicht festgeklebt. Nun können wir den Duft direkt in unsere Nase pumpen. Das riecht nach Sommerwiese. Mehr Ideen für Ihre nächste MINT-Vorlese- und Experimentierstunde haben wir Ihnen mit Unterstützung der Deutsche Telekom Stiftung unter www.netzwerkvorlesen.de/mint zusammengestellt. Viel Spaß beim Ausprobieren!